So, liebe Fußballfreunde, ist heute wieder nicht. Mittwoch. Ja, nicht. Habe ich schon Anschlüsse gekriegt von anderen, dass ich dir immer das Mikrofon wegzahre, wenn du was sagen willst. Ja, weil ich so ein Müschle. Also lass ich es immer bei dir. Ja, Florian, wollen wir auswerten das Wochenende? Wenn ihr hier so Grundrauschen hört, das sind ja so ein paar Jugendliche, die Fußball gucken und naja, okay. So, Florian, zweiter hat gespielt gegen? Lützkendorf. Genau. Endergebnis? 2-2. Ja. Also, da müssen wir noch was sagen zum Spiel. Da haben die doch die Frechheit besessen, Lützendorf einen alten Mann umzufällen. Im 16er. Ja, haben sie die umgefällt? Ja. Ist das nicht eine Frechheit? Muss natürlich gleich Elfer pfeifen. Die Schiedsrichterin hat auch nicht schlecht gepfiffen, oder? Hat gut gepfiffen, ja. Ja. Denke ich auch. Sind wir 1-0 in Führung gegangen. Wer hat es durchgemacht? Ich. War eine Co-Produktion. Weil Florian, da macht sie nicht so gerne dreckig, muss ich hinfallen. Florian hat dann reingeschossen. Anders Moment, was ich machen können, ja, weil ich hätte ja nicht getroffen. Elfmeter ist nicht so meine Spezialität. Ja. Florian hat ihn geschrieben. Also, wir haben noch einen Ausgleich vor der Halbzeit gemacht. Der Schwarze ist mir davon gelaufen. Nicht der Schwarze. Ja, also, ja. Jeden Spieler, genau. Der Schwarze. Ja. Natürlich ist mir davon gelaufen, hat einen Haken zu viel gemacht, bin weggerutscht, er ist dann allein aufs Tor, hat den Schuss abgegeben, Steffen springt in die falsche Ecke, war drin. Ja. Genau. Ja, man muss ja generell sagen, dass Lützendorf ja eine starke Mannschaft an den Start gebracht hat, haben eigentlich besser gespielt wie mir zum Teil, kann man auch so sagen, und waren auch so, waren körperlich ein bisschen präsenter so und fitter, sag ich mal, aber das hat trotzdem nicht erreicht, um zu gewinnen. Sie machen dann in der zweiten Halbzeit das 2-1. Ja, kamen auch weiterhin zu guten Torchancen, aber haben es verpasst, das 3-1 zu machen. Und was passiert bei sowas immer? Es wurde bestraft. Es wurde bestraft. Ja, diesmal hast du es nicht gemacht, die Bestrafung. Jetzt zur Not, immer ehen hätte man machen können, sondern Tobi hat es gemacht. Ja? Freistoß, kam 16er rein, Kopf dran. Papp, Lara drinnen. Und es war so, ja, es war so kurz, dass sie auch nicht wehren konnten, weil Tor abpfiff. Jo. Also, ja. Tor abpfiff und gut. Und gut. Punkt mitgenommen. Ja. Unverdient spielt keine Rolle, weil das zählt nicht. Zweite Halbzeit hat man doch Chancen. Ja, ich sag mal, Chancen hatten wir doch gehabt. Zählt nicht unverdient. Zählt nur, wer wie viel durchgeschossen hat. Alles andere zählt nicht. Aber dann kommen wir zur ersten. Der hat gespielt gegen? Bad Dürnberg. Ja, Bad Dürnberg haben wir ja schon geguckt. War eine etwas weiter oben. Das ist ja schon die aktuelle Tabelle. Sind abgerutscht, weil wir gewonnen haben. Ja. Und was sind wir? Hochgerutscht. Genau. Elfter. Genau. Ja, eigentlich dort. Waren wir nicht so gut. Aber diesmal waren wir entsprechend besser. Wie hat es Halbzeit stand? 1-0. Ja. Tor, durch. Seppo, hat auch 11 Meter gehabt. Genau. Ja, Steve hat einen Ball im 16er, legt den Ball vorbei, klar gefällt. Ja. Ich musste zwar den Schiedsrichter noch ein bisschen animieren zu pfeifen, weil er es nicht richtig gesehen hat, aber es war klar, irre. Also viel mehr kannst du nicht machen. War ein bisschen spektakulär, der Elfer. Ja, die hat ihn gehalten. Und selber konnte dann nochmal anlaufen und dann hat nochmal Zeit gehabt, den Ball reinzuschießen. Also da, wo er hingehört. Genau. Ja, war also mit Anschießen. Okay, war der Halbzeitstand. Muss sagen, bei Dürnberg eine gute Leistung gebracht. Aber wir haben hinten recht gut gestanden. Und dann haben wir mit Steve und dann auch aus dem Mittelfeld mit Lukas und Seppo immer gefährliche Spieler, die dann in der Lage sind, Tore zu machen. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir dann noch natürlich das zweite und dritte Tor gemacht. Das zweite Tor war? Lukas. Habe ich gerade nicht gesehen, weil Heinz hat ja drinnen gebrüllt 2-0. Ich dachte, auf Zert 2-0 geschossen. Aber. Ja, das war recht perfekt. Ich glaube, auf der linken Seite hat Patrick den Ball erobert zu Steve. Da spielt ein Ball rüber zu Lukas. Mussten zwar nicht bloß reinschieben, mussten schon noch ordentlich schießen, aber es war schon super ausgespielt. Da kann man nicht schauen. So, und dann, das letzte Tor. Das war Steve. Ja. Da hat Steve mal gedacht, ach, lass uns ja nicht so quälen am Ende, nicht, dass sie doch noch unentschieden machen. Und hat 3 ausgespielt.
Das ist ja erstmal noch nicht die große Kunst. Die Kunst ist danach, perfekten Pass zu spielen oder ins Tor zu schießen. Das Tor dann auch zu machen. Ja, ja, wahrscheinlich tun die Verteidiger die Schuhe verbrennen den Abend, weil da sahen sie ganz schön schlecht aus. Und dann auch noch das Tor zu machen, das ist schon, das muss man erstmal so hinkriegen. Ja, wir gucken nebenbei noch ein bisschen Fußball. Jawohl, hat sich erledigt, können wir nur weitermachen. Das war es 2-0. Ja, war ja auch nicht so eingeplant, die Punkte. Aber jetzt haben wir schon drei Spiele in Folge. Genau. In der Hinrunde haben wir 10 Punkte, die holten 14 Spielen, glaube ich. Ja, also kann man nicht meckern. Also sind wir so da, sagen wir so. Ja. Hinrunde verkackt, Rückrunde. Ja. Aber erkauft man natürlich auch, indem wir hier die Jungs einsetzen, indem wir dann natürlich auch am Sonntag dann ein bisschen ablosen. Kommen wir zu Ajun, haben wir im Bad Petra gespielt. Aber wenn man dann Sonntag schon so schweres Spiel hat, dann wird es schon schwierig, Sonntag das zu spielen. Aber wir wollen es bis zu Ende bringen. Und Paul Peter hat auch eine starke Mannschaft. Haben wir hier 2-0 verloren. Hier. Ja. Dort haben wir etwas höher verloren. Aber nützt nichts. Müssen wir durch. Und ist ja trotzdem wichtig, die Spiele zu machen, jeden guten Gegner zu sehen, wie man spielt. Hier ist ein bisschen, das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, waren so zwei Tore, die hätten wir, da haben wir selber reingemacht. Aber nützt nichts. Müssen wir ein bisschen Lehrgeld bezahlen, genau. So, kommen wir dann zu den Spielen, die jetzt anstehen. Und zwar spielen wir hierhin mit der ersten. Mit der ersten spielen wir in Hohenweiden. Genau. Und Hohenweiden, das ist natürlich jetzt hier das 6-Punkte-Spiel, ja. Wenn wir das gewinnen sollten oder zumindest einen Punkt holen, dann sieht es schon richtig gut aus. Ja. Dann haben wir erstmal so viel Luft, dass wir da nicht gleich jedes Spiel Schweißausbrüche kriegen mit einem Ergebnis. Zweites Spiel? Das wurde gespielt in Merseburg bei einem ESV 2. Genau. So, das ist dann 13 Uhr. Und spielt 15 Uhr. Ja, wir müssen jetzt gucken. Jetzt spielen wir wieder die Sommerzeiten. Also 13 und 15 Uhr. Ja, wie sieht es überhaupt bei der zweiten aus? ESV? Fünfter, oh. Ja, der Eisenbahner Sportverein. Müssen wir mal sehen, was ist. Vater und meine Mutter waren ja bei der Bahn mit Malle. Aber ich weiß nicht, ob mir das weiterhilft. Manipulieren, ne? Sollen wir anrufen, ihre Kollegen dort? Ja, nee, in der Senke unten müssen wir mal gucken, ob wir da ein paar Punkte entführen können. So, Florian, wandern am? 15. März. Ja. Wo geht's wieder hin? Das Merzenbecher da. Ah, mich mal kaut immer schon vom Frühjahr. Merzenbecher, das ist so eine hässliche Pflanze. Ja, ich weiß ja auch nicht, warum man den muss. Die haben doch nur nichts, schön, haben die. Oder? Ja, immer. Sieht immer noch weiß aus wie Schnee. Rot, ja. Also, ich weiß es noch nicht. Da muss ich mich erstmal schwer begeistern. Ich muss mal sehen, ob mir Holger da Geld gibt, dass der mitkommt. Ja, für die Frauen dann. Ja, für die Frauen. Oder weiß. Also, ich hatte erst gedacht, sonst was Merzenbecher sind, aber. Das ist einfach nur eine hässliche weiße Blume. Ja, also am 15. Gut, wollen wir es nicht in der Länge ziehen. Stimmung ist gut. Der Florian sowieso, Dortmund auch noch gewonnen. Und so kann es weitergehen. Alles klar. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Alles erledigt. Tschüss. Ciao.